Warum ist er nicht mehr so heiß im Puff? Keine Ahnung, lass mal noch einen Schluck trinken, dann mache ich die Ansage. Ja, ist aber wahr, ey. Ich schütze mir übelst einen an. Ich hätte nichts drunter, ich kann es nicht aufmachen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Runde für heute hier Schwadrone TD für immer und ewig. Lean und Phallus Arcade Games Schwadrone TD 3X. Ja, hoffentlich Klassik. Hoffentlich Klassik. Hoffentlich. Ich verspreche nichts. Hoffentlich kein. Verspreche nichts. Veterano. Hoffentlich Veterano. Hoffentlich kein Veterano. Nein! Ja, aber es kommt ja eh keiner. Ja. Mal wieder. Die falsche Uhrzeit gewählt. Na. Gewählt. Gewählt. Was ist das für ein bekackter Stuhl eigentlich hier? Ja. Ja. Das hab ich mir auch gedacht. Was soll ich dazu sagen? Mal ein bisschen Öl dran, Junge. Ein bisschen Öl dran. Die Stühle hier, die sind älter als ich. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, vielleicht machen wir nachher einfach noch eine Ansage. Meinst du? Ja, vielleicht. Ah! Einfach nochmal einen Cut gemacht. Hi! Guys! Finali! Hello! With want 2L 2v2, dann schieb die mal runter. Sure, ja, okay, Abfahrt, los, bam, jetzt bam, bum. Bam, bum, bum. So haben wir das mal eben geklärt hier. Damit haben wir jetzt auch die Klassik-Hoheit. Ja. Und können das OP warten mitnehmen. Ja, Mann. In like that. Ich weiß gar nicht so genau, wie das ging. Ich auch nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, das war Archiv, ne? Achievement. Wie heißt der Typ? Arcade. Arcade Archiv. Antik, Junge. Antik. Ancient. Ich kann nicht mehr. Race Unchained. Hoffentlich fliege ich wieder raus, wie letztes Mal. Oh, schade. Weißt du noch, nicht Schwadrone, es war Desert Strike. Ja. Geil, ist doch voll gut. Oh. Jetzt hier fährt es runter, ja. Ja, als hätte ich jetzt einfach mal einen Neustart gemacht. Dann muss ich alleine die Flagge hochhalten, Leute, wenn das nochmal passiert. Ja. Oh. Aber dann werde ich dir als Berater hier auf die Pelle rücken. Ja. Hey, Bonus, nicht Bonus. Ja. Ja, der Ladebalken. Ja, der lädt, da kann man wieder über Sachen aus dem Leben erzählen. Oh, da geht's auch schon los. So, wir nehmen jetzt hier. Ancient. Classic. Bam, Classic. Start. Boom, Junge. Ich werde dir machen, das gleich. Ja, mit Sicherheit. So. Ich baue auf jeden Fall einen Warden. Ja, ich auch. So. Komm, lass mal hier mal schön als Team fungieren. Sag mir mal, wie du denkst und wann du was machst. Ja, ich denke jetzt. Ich weiß nicht genau, ob ich noch einen Warden bauen muss als nächstes oder nicht. Also bauen wir keine Drohne erstmal. Mhm. Ich glaube, man braucht erstmal den zweiten Warden. Ja, so weit in der Art dachte ich auch. Ich war mir nur unsicher, ob erst upgraden oder erst einen zweiten bauen. Ja, erst einen zweiten. Und damit kommst du lange aus. Lange. Verlängerungen. So, jetzt werdet ihr live und in Farbe. Ich weiß, der Greenscreen ist nicht ganz so perfekt, aber live und in Farbe sehen. Warum diese Einheit der Warden so overpowered ist. Und zwar in wenigen Sekunden. Ja, zumindest wenn man das als Main Race so, spielt. So, Abfahrt. Jetzt geht's los. Boom. Ja. Boom. Boom. Der Typ ist viel zu krass. Ja gut. Die letzten zwei, drei, ne? Ich sag ist ja, immer noch so ein Kampf. Wenn die nah rankommen, dann ist es doof. Aber muss man da noch großartig was zu erzählen? Eigentlich nicht. Einmal Pum, die Hälfte ist schon mal weg beim ersten Schuss.
Na, das reicht. Ich kann mir nicht leisten. Ja, dann drei Worker. Drei Worker? Wie gesagt, ich wusste es nicht genau. Hätte ich auch vorher bauen können. Okay. Egal. Dann reicht es aber auch noch für die nächste Wave. Hauptsache, wir machen die fertig jetzt. Mo. Der Rest ist egal. Ja, wenn die hart fertig machen. Zumindest, wenn du gute Sachen schickst. Mach ich. Nicht hier so... Linge. Weil es gibt ja Races, ne? Die mit dem Bug Abuse über das 204 Supply Limit hinaus können. Pah. Und das können wir nicht. Und dann kriegen wir ganz am Ende, wenn es wirklich bis ganz ans Ende geht, kriegen wir ins Säcke. Gesicht. Boom. Boah. Boom. Aber du hast den, ne? Das könnte noch haarig werden. Ja, die wissen auch, was sie machen. Aber zum Glück ist es ja Main Race. Und dann gibt es einen Schildreck. Sonst wäre ich mich jetzt schon down. Vielleicht schaffe ich es noch. Ja! Sehr gut. Very nice. Bei dir ist auch gar nicht mal so unknapp, ne? Ja, ja. Also ich muss jetzt auf jeden Fall den zweiten bauen. Ja, können wir auch. 170 kostet er. Richtig geil. So. Ja, und dann fröhlich weiter drohen. Bis zu Overlord Wave. Nicht updaten? Nee, bis zu Overlord Wave. Fröhlich weiter drohen. Drohen, wow. Ernsthaft? Ja, ja. Ja, geil. Ja, ganz so genau hatte ich es nicht mehr im Kopf, aber... Du hast es ganz genau noch nie gewusst. Das kann auch sein. Ganz genau, das kann sein. Naja, ich bin nur so ungefähr gesagt, was man um so geht. Aber das genaue Bild habe ich hier nicht gezeigt. Ich habe es übrigens mir in einem der vielen etlichen Spiele, die ich gemacht habe, selber abgeguckt. Das muss ich zugeben. Aber es ist eigentlich unfair. Ich habe es ein paar Mal gemacht, um zu sehen, wie es so geht. Und dann außer heute eigentlich nicht mehr gemacht, weil es macht keinen Spaß. Du brauchst zwei Dinger und hast gewonnen. Ja, ist schon irgendwie geil, aber auch öde. Ja, das kann man mal machen, um so ein paar Leute fertig zu machen im Internet, weißt du? Ja. So wie gerade, ach ja, nur Drohnen, stimmt. Ja. Schön, schön Mutter geschickt. Mhm. Tja, wir haben gerade mal als nächstes die Wave 4, also gerade die dritte Wave überstanden. Und schon über 104 Gas die Minute. Mhm. 125 und ein Worker ist immer noch im Bau. Mhm. Das ist sehr früh. Und macht sich hart bemerkbar später im Spiel. Ja. Aber vielleicht machen unsere Gegner ja das Gleiche, ne? Ich glaube aber jetzt nicht mehr, weil die brauchen so lange. Mhm. Aber es gibt ja noch andere OP-Builds. Die zwar nicht so krass OP sind, aber nach hinten raus stärker sind. Mhm. Ja, gar kein Problem. Weiter drohen oder was? Ja, ja. Boah. The most OP strategy in the world. So. Und dann, wenn du alles ausgegeben hast, ab jetzt nicht mehr drohen. Okay. Und jetzt brauchen wir die Kohlen. Für Updates. Mhm. Ach so, und ganz wichtig, wir müssen dann denken, unseren SS aufzuwerten. Denn ja, die beim Boss ne? Leak, man, ja. Boss ist Leak. Hard Leak. Alles wird fast fully HP durchkommen. Auch wenn man vorher noch irgendwas baut, um die aufzuhalten. Ich wüsste nicht was. Ich wüsste auch nicht was. Da müssen was ist das denken? Denn hier überhaupt? Dieses E-Ding. Bildmagnet, irgendwas, Reso, irgendwas. Der sorgt dafür, dass die Schilde sich stärker reggen und so. Das klingt doch schon mal gut. Ja, aber de facto ist es eigentlich gar nicht so geil. Hab ich jedenfalls mal festgestellt, dass es nicht so geil ist. Mhm. Ich würde sagen, wenn die aufgewertet sind, müssen wir eigentlich mal auf den SS aufwerten. Mhm. Bis dahin ganz normal schicken. Wir brauchen die Kohlen. Tja, Leak. Bei Leak! Die Gegner leaken, ja. Ne? What's the goal? Ja, hier sehen wir das gleich. Ja.
Die ersten Hovi-Dovis gehen durch. Ey, war das mein Zelle-Dingsbums oder was? Was hast du geschickt? Hier, ein Marauder. Ah, okay, dann war es deiner. Ja, ja, und die haben die Race, die über das 204. Play hinausgehen können. Also ja, müssen wir ja auf jeden Fall vorher fertig machen. Ja. Okay, was kommt jetzt für eine Wave? Rutsch. Soll ich Gas sparen? Aber wir haben Gas-Cap, ne? Ja, auf keinen Fall sparen. Schicke ich einen Goliath? Bau einen Elite Warden. Upgraden, ne? Mhm. Dann schicke ich noch. Ja, komm. Eine Emrin, ne? Emrins. Ja, und dann den nächsten Auftrag aufwerten. Das sollte klar gehen, kommende Runde. Mhm. Und dann reicht's. Für lange Zeit wieder. Mhm. Lange, lange Zeiten. So, Roaches. Boah, aufgewertet ist ja so unnormal krass auch. Ja, klar. Ey, zieht euch das bitte rein. That's why. Zieht euch das bitte rein. The OP-Builds. Ja. Ja, unsere Mates wollte ich schon sagen. Unsere Gegner liegen hart. 23 Leaks sind angezeigt. Boah. Ach, du hast auch noch so einen geschickt? Ja. Ja. Hab ich schon gesagt. Ich hab den geschickt, noch einen Emrin und noch einen Marauder, glaube ich. Ja, und ich schick die Marauder sowieso die ganze Zeit, weil die schön langsam sind. Dann kriegen wir noch mehr Gas in der Zeit. Deswegen ja. Schicke ich nur Marauder. Ich schicke auch noch einen Marauder jetzt nächste Runde. So, dann baue ich schon mal einen Popo, weil ich sehe, das schon wieder kommen hier. Stimmt. Guter Einwand. Ja. Aber wir haben wahrscheinlich 19, 20, schon gewonnen. Ne? Wie? Ja. Das war jetzt ein bisschen sehr schnell. Aber du hast ja auch die krassen Dinger geschickt, ne? Was für krasse Dinger? Der kostet 120 genauso wie ein Marauder. Ja, aber der macht auch einen 8% Attack Boost auf alle Units. Alle. Ja. Win, win, ja. Think of the wins. Was soll man sagen? Ja. Die Strategie ist OP. Ja. Strategie. Die eine ist einfach viel zu stark. Was soll man sagen? Ja, ja. Ja, sagen wir. Aber wir haben 2-1 gewonnen. Genau. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und dann sind wir jetzt raus. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Ja, und wie gesagt, wenn ihr noch Predi-S sehen wollt oder irgendwas anderes von Schwadrone, wir sind offen. Genau. Wir haben den Arm einfach offen. Einfach in die Kommentare. Okay.